B1.4. Unter den Trapezen A, N, B, N, C, N, D N hat das Trapez A0, B0, C0, D0 den minimalen Flächeninhalt. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Trapezes A0, B0, C0, D0 und den zugehenden Wert für x. Hier gibt es gleich das richtige Signalwort, nämlich minimaler Flächeninhalt. Wenn man hier den Taschenrechner zur Hilfe hat, der auch ein Minimum von quadratischen Funktionen berechnen kann, geht es sehr, sehr schnell. Was wir brauchen, ist der allgemeine Flächeninhalt bzw. die allgemeine Flächeninhaltsformel dieser Trapeze, aber ist auch kein Problem, weil die steht in der Aufgabe drüber. Hier haben wir sie in der letzten Aufgabe ausgerechnet. Schreiben wir die nochmal ab. 0,5x² minus 5x plus 26. Und jetzt, wenn man diese Grafikfunktion hat, geht es ganz einfach. Hier beim Sharp zum Beispiel geht man einfach auf Kalk Minimum und tippt dann die entsprechenden Koordinaten ab. Um das schnell fortzuführen, man geht auf y ist gleich, hier gibt man jetzt die Funktion ein, 0,5x², dann haben wir minus 5x. Plus 26. Dann, was man hier noch machen muss, ist einmal auf Graph gehen, um zu überprüfen, ob der Graph überhaupt sichtbar ist. Wenn nein, so wie in diesem Fall, gehen wir einmal auf Zoom und dann auf Out, um den Graphen sichtbar zu machen. Jetzt sehen wir ganz deutlich das Minimum dieses Graphen und jetzt können wir über Kalk, also die Funktion Kalk, hier Minimum auswählen. Und dann gibt er uns an, wir haben für x gleich 5 das Minimum von 13,5 Flächeneinheiten. Und das müssen wir jetzt noch hinschreiben. Daraus folgt x gleich, was war es, 5 und a min, also schreibe ich es mal so, y gleich a min, also der minimale Flächeninhalt, ist gleich 13,5 Flächeneinheiten. So funktioniert es mit dem Taschenrechner. Wer den Taschenrechner nicht zur Verfügung hat, der sollte wieder die Formelsammlung zur Hilfe, Hilfe nehmen. Dort steht auch wieder hoffentlich in jeder Formelsammlung eine wichtige Information, nämlich folgendes: der minimale Flächeninhalt, oder wenn wir es uns noch mit Taschenrechner anschauen, dieser Wert, wo das Minimum auftaucht, ist nichts anderes als der Scheitelpunkt. Das bedeutet also, dass wir den Scheitelpunkt dieser Funktion herausfinden müssen. Und wie gesagt, ich schreibe jetzt hier nochmal hin mit Formel. Als erstes brauchen wir nochmal die Flächenformel, die schreibe ich nochmal hin. So, und jetzt in der Formelsammlung finden wir beim Scheitel die Information, die x-Koordinate des Scheitels hat folgende Form, nämlich minus b geteilt durch 2 mal a. So können wir also die x-Koordinate des Scheitels sehr, sehr schnell ausrechnen. Für die y-Koordinaten des Scheitels folgt c minus b² geteilt durch 4a. Ja, also diese beiden Formeln stehen jetzt hier drin. Einfach abschreiben oder hat man sie vielleicht hoffentlich auswendig gelernt. Ansonsten muss man nämlich über die quadratische Ergänzung arbeiten. Und das ist zu viel Aufwand. Jetzt müssen wir herausfinden, was ist a, b und c. Das finden wir natürlich hier in unserer quadratischen Gleichung. Der Faktor vom x² ist unser a, der Faktor vor x ist unser b und die Zahl ohne x ist unser c. Setzen wir ein, xs ist gleich minus b, also minus minus 5 geteilt durch 2 mal a und das ist 5. Ja, minus minus 5 ist plus 5, 2 mal 0,5 ist 1, 5 Eintel ist nichts anderes als 5. Und ys ist gleich c, also 26, minus b², sind dann minus 5² geteilt durch 4 mal 0,5. Das kann man jetzt ganz normal im Taschenrechner einsetzen und ausrechnen lassen. Beziehungsweise kann man auch im Kopf schnell ausrechnen. Da haben wir 26 minus 25 halbe. Und das sind dann auch die 13,5, die wir beim Taschenrechner rausgebracht haben. So, damit haben wir hier den x-Wert, der gesucht ist, und hier den minimalen Flächeninhalt.